Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Sarah Holmes und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute spielen wir Unravel und Unravel ist einfach nur ein zuckersüßes Spiel. Ich habe es nur ganz kurz angetestet, weil ich es ausprobieren wollte. Und ich muss sagen, ich habe jetzt glaube ich eine Minute gespielt oder zwei Minuten und es ist einfach so zuckersüß. Wir machen jetzt einfach mal ein neues Spiel und ja, ich bin mir sicher. Und es ist ein Spiel, man muss sich einfach dem Spiel hingeben. Es ist so, weiß ich nicht, man merkt richtig, die Entwickler haben sich so eine Mühe gegeben da drin. Alles, also mit Liebe, mit Sehnsucht, das ist alles so in dieses Spiel zu kombinieren. Das ist einfach mega schön. Und wir machen jetzt einfach mal ein neues Spiel. Und ich glaube, das Spiel passt zu unserer Jahreszeit jetzt. Und wundert euch nicht, warum ich ein T-Shirt auf dem Kopf habe. Das habe ich an, weil ich mir gerade die Dreads gewaschen habe und die halt noch voll nass sind. Und ich habe die geföhnt, aber die sind halt immer noch nass. Und ja, deswegen habe ich jetzt ein T-Shirt auf dem Kopf, damit das T-Shirt nass wird und nicht irgendwas anderes. Wir machen ein neues Spiel und es geht los in den Herbst. So, Leute, und ich muss ja sagen, ich hätte ja so gerne so ein Ding. Also, so ein Garn. Einfach ein Stoffmännchen. Ich finde das so süß, ne? Stellt euch mal vor, ihr habt so ein kleines Stoffmännchen, was einfach so bei euch wohnt. Das ist irgendwie total cool. Ja, ach ja, genau. Ich glaube, dieses Bilderbuch ist noch komplett leer. Ich hatte das, glaube ich, im Trailer gesehen, dass wir das bemalen, also beschreiben müssen. Wir müssen diese Level durchspielen, damit wir dieses Bilderbuch damit füllen. Und diese Optik einfach von diesem Spiel ist einfach was komplett anderes als bei anderen Spielen. Diese Grafik ist einfach total schön. Mit so einem, ja, ein bisschen Comic-Stil. Mit echt. Und dann halt dieses Stoffgarn, was da einfach so drin rumrennt. Ich finde das einfach nur mega schön und die Idee ist einfach nur so, also ich finde die Idee einfach nur super, super geil von dem Spiel, muss ich einfach sagen. So, Eingabe, Disteln und Gräser. Also wie es aussieht, hat ja diese Frau oder die junge Dame, sagen wir einfach mal, auch wenn sie was älter ist, die hat ihre Familie verloren. Also auf jeden Fall die Person, die sie liebt. Oh, guck mal, ich meine Schmetterlinge an. Es ist einfach nur mega schön designt. Wie gesagt, man merkt einfach, wenn man das Spiel gestartet hat, das kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil das kam halt, wenn man das Spiel gestartet hat, das allererste Mal. Haben die Entwickler einen kleinen Text geschrieben, wo drin stand, dass sie ihre komplette Seele in dieses Spiel gesteckt haben und dass sie sich einfach tausendmal dafür bedanken, dass man dieses Spiel überhaupt spielt. Und ich muss sagen, das macht einen Entwickler einfach so viel sympathischer, weil man einfach merkt, denen liegt wirklich was daran, dass du das gerade gelesen hast und denen liegt wirklich was daran, dass du dieses Spiel spielst. Und man merkt ja auch alleine an diesem Grafikstil und wahrscheinlich merkt man das auch an dieser Story, dass sie einfach, ja, wirklich was in dieses Spiel investiert haben. Und das merkt man ja leider heutzutage nicht mehr sehr viel bei Spielen. Und ach so, weil wir an einem Faden sind, müssen wir uns also immer dieses Garn beschaffen. Halte D gedrückt und bewege dich nach links, um die Sonnenuhr herunterzuziehen. Genau, wir sind ja ein Stoffknäuel und wir rennen ja die ganze Zeit, deswegen verlieren wir halt immer was. So,
Und jetzt müssen wir uns halt immer damit so regenerieren. Wenn du rennst, kannst du höher und weiter springen. Ja, und ich finde, das Spiel passt doch so ein bisschen zu unserer Jahreszeit gerade. Wir haben zwar jetzt morgen, nee, übermorgen, haben wir morgen Halloween? Ich glaube, wir haben ja morgen Halloween und ja, wir haben halt Herbst und so und das passt halt einfach mega, finde ich. So. Und ja, ich muss natürlich noch irgendein Horrorspiel aufnehmen oder so für euch. So ein kleines Halloween-Special. Auch wenn ich ja echt kein Horrormensch bin, aber ich mache das ja mal gerne, weil ihr euch da mal extrem drauf freut. Ich hatte auch schon ein Spiel in Aussicht und zwar Layers of Fear. Fand ich ganz interessant, das Spielkonzept. Und ja, vielleicht würdest du das kleine Halloween-Special. Ich wollte dich jetzt einfach nur heute mal einfach in eine ganz andere Welt. Ja, in eine ganz andere Welt ziehen. Und zwar mal in die Welt von Unravel, einem sehr einem unscheinlichen Spiel, was doch so viel Potenzial hat, ja, Gefühle auszudrücken. Und deswegen wollte ich einfach mal heute in diese kleine Welt entführen. Und morgen wird es dann wahrscheinlich Horror sein, wenn wir Halloween haben. Wenn Oberflächen so glitzern, kannst du an ihnen hochklettern. Dabei dient nach oben zum Klettern. Also es ist normal, ganz normal diese Pfeiltaste. Ich finde der Herbst, ja, es ist halt immer so kalt und so. Ist eigentlich nicht so meine Jahreszeit, aber ich muss sagen, es ist halt einfach schön, alles bunt zu sehen und... ich bin nach unten gefallen. Ich finde es halt einfach mega schön, alles so bunt zu sehen und... ja, alleine diese Atmosphäre, einfach diese Blätter und so, das ist einfach mega schön. Und ich glaube auch hier gerade in diesem Spiel ist, ja, ich würde sagen, es ist die Jahreszeit Herbst. Sommer würde ich jetzt nicht, wobei Äpfel, bin mir jetzt nicht sicher. Blühen Äpfel im Winter oder im Herbst? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Guck mal, da guckt sogar ein Vogel raus. Ja, ich weiß es jetzt nicht ganz genau, aber ich finde, es sieht ein bisschen herbstlich aus in dem Spiel. Und die Musik untermalen ist auch mega schön, unser ganzes Kratzen. Oh. Erinnerst du dich an dein Lasso? Halte dir gedrückt nach oben, Lasso. Achso. Ihr könnt ja jetzt hochklettern. Achso, ich kann währenddessen Knoten binden. Ich muss auch sagen, ich habe so viel zu tun eigentlich für die Schule, ne, dass ich eigentlich gar nicht so viel Zeit habe, Videos aufzunehmen. Aber ich, ja, theoretisch müsste ich halt total viel für die Schule machen und so, aber ich habe einfach gar keinen Bock. Ich habe einfach null Bock, deswegen. Achso, jetzt müssen wir uns abseilen. Nee, aber ich habe einfach gar keinen Bock auf diese ganze Schulscheiße und so. Und deswegen, ja. Nehme ich halt jetzt lieber auf, anstatt irgendwas für die Schule zu tun. Life is Strange muss ich noch aufnehmen, auf jeden Fall. Habe ich noch mega Lust drauf. Werde ich auch machen. Ich glaube aber, ich werde mega weinen, weil das Spiel einfach so mega traurig ist. Ich glaube, ich mache das jetzt auch gleich sofort. Ich nehme jetzt gleich sofort Life is Strange auf. Dann habe ich schon mal zwei Videos für euch aufgenommen, die ich dann auch noch in der Woche hochladen kann. Und ich werde mich dann einfach entscheiden, was ich zuerst hochlade. Entweder Unravel oder Life is Strange. Das werdet ihr dann auch sehen. Wie kann ich hier nochmal einen Gegenstand packen mit E? Ja, das werde ich dann einfach so machen. Wie ging das jetzt nochmal, ne? Ziehen. So, ich glaube, der kann nämlich nicht schwimmen. Ich hoffe, das klappt, was ich mir hier gerade vorstelle. Ja, auf jeden Fall werde ich dann heute noch Life is Strange... Nein! Werde ich heute noch Life is Strange aufnehmen. Das wollte ich sagen. Das werde ich jetzt gleich sofort... Nein! Ich glaube nämlich, ich meine, Jani heißt das Stoffgarn hier, kann nicht schwimmen. Ich meine, so war das. Ja,
Aber stell dich mal vor, ihr habt so ein kleines Stoffgarn, was so süß ist und einfach bei euch zu Hause chillt. So. Wäre schon cool, oder? So. Ich glaube, ich lade die Life is Strange-Folge zuerst hoch. Weil Life is Strange einfach mega lange nicht gekommen ist. Und ihr wisst ja gar nicht, dass ich überhaupt Unravel mache gerade. Deswegen ist es, glaube ich, ganz cool, wenn ich euch erstmal ein bisschen, Huch. Oh, okay. Das geht nicht, wir brauchen wieder mehr Garn. Deswegen ist es, glaube ich, ganz cool, wenn Life is Strange nochmal kommt, weil das habt ihr euch gewünscht. Ich glaube, da unten war irgendwas. Ah. Und ich glaube, da freut ihr euch auf jeden Fall drüber. Weil Life is Strange ist einfach, ja, auf jeden Fall einer meiner Lieblingsspiele. Wie komme ich denn jetzt da wieder hoch? Verbrauche ich hier nicht so übertrieben viel Kordel umsonst? Nicht, dass ich gleich einfach irgendwo hängen bleibe, weil ich keine Kordel mehr habe. Das wäre sehr doof. Nein, da oben haben wir neue. Perfekt. Ja, das Ende, wo wir waren in Life is Strange, war auch sehr traurig. Also, ich meine, das war ja dieses, guck mal da. Nehmen wir einfach mal mit. Das war ja so, dass sie irgendwie in die Zukunft gegangen ist oder irgendwas geändert hat und ich dann plötzlich im Rollstuhl saß oder so. Oder sie im Rollstuhl saß. Boah, ich habe auf jeden Fall, war ich so traurig, ne? Das hat mich so kaputt gemacht, diese Folge. Und deswegen, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, auch wenn es, glaube ich, sehr traurig wird. Aber ich werde das gleich mal machen. Ich wollte ja sowieso die neue Season mit Facecam machen und deswegen werde ich das gleich sofort mal aufnehmen. Wir brauchen neue Kordel. So. Okay, Leute, dann würde ich sagen, ich nehme jetzt sofort Life is Strange auf. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen in eine andere Welt entführen. Wenn ihr mehr sehen wollt, einfach in die Kommentare schreiben, dann kommt auch schon eine nächste Folge von Unravel. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Leute, und vielleicht sieht man sich ja schon in der nächsten Folge wieder. Verbreitet Liebe, Frieden, alles andere auf dieser Welt. Ciao, Leute, bis zum nächsten Mal. Euer Yoshi, haut rein. Ciao, Leute.